Okay, here we fucking go. It's the win. It's going. It's the last. GLHF. So, übliche Aufstellung machen? Jo. Also, du hast jetzt. Das, dein letztes Spiel war auch ein Win, ne? Letztes Spiel war ein Win, ja. Okay, dann kommt jetzt der Uprank, locker. Boom. Dann kommt der Limp Uprunk. Ich nade direkt rein und gehe dann hoch wieder. Ah, die kommen hier schon raus. Sind schon bei Electric. Ist weg einer. Der andere war auch dort irgendwo. Könnte Electric sein oder so. Electric ist clear, Bombe ist auch in meinem Sichtfeld. Ich hab das bei den Trains. Nice, man. Can't tear it away. Das fängt ja schon mal gut an. Was ist hier unsere Lieblingsseite? CT oder T? Ich weiß es gar nicht. Bin mir nicht sicher. Push, push, push. Ich hab's ziemlich ausgeglichen, zumindest hier auf Wingman-Version. Ja. Ich glaube, dass wir bei T sogar meistens mehr reinhauen. Ich glaube, die sind bei den Trains. Die könnten da. Ja, die sind schon durch. Der ist bei dir. Beide. Nice, Mann. Wie sie einfach da hinten Backline durchgehen wollten, die Vögel. Die haben gedacht, die können sich mit mir anlegen. Ja, die wollten dich gerade mal rumbannen, wo du hin oder. Rumpatschen wollten sie dich. Das sind freche Boys, wie heißen die überhaupt? Yorosu, Yoasu, Kel und Loni. Ey, das ist Trust. Das ist das Ding. Am Ende jetzt der Ding-Modus. Weil wir so viele Spielstunden haben. Alter, die können uns nie wieder was antun, die Hurenbück. Könnten Trains sein wieder? Auf dem Train, oben auf dem roten drauf. Alles rechts. What the fuck? Ivy-Gegend. Der eine muss voll gefuttert haben. Der ist jetzt bei Electric. Gibt's gar nicht, wie der gefressen hat. Er ist da. Der andere ist. Nice, okay. Easy. Oh, die. Nee. Ich dachte, die haben was Cooles. Scout hatte der eine. Irgendwas sagt mir, dass die jetzt gleich Ivy kommen werden. Mit einem dicken Rush meinst du, so richtig bepackt. Ein fetter Busch. Dann kriegen sie jetzt direkt mal einen Granat ins Gesicht. Schmisse. Die kommen mit ihrem fetten Busch. Dann komme ich ein bisschen close zu dir. Er könnte nach Popdog kommen. Ich habe Quad nichts gesehen. Na läuft bis jetzt ist hier ruhig. Ich nade mal Popdog rein und geh hoch. Die können ja zum Glück nicht nach hinten. Also ich bin jetzt oben, ich sehe jetzt die Trains nicht so gut. Die einer ist beim roten Train, vielleicht beim blauen jetzt. Der andere ist bei dir, okay. Wow. Okay. Ein HP left. Ivy. Alles klar, der ist genudelt. Der ist hinter mir. Bei den Gott, scheiße. Ich dachte, der rennt hinter mir. Ich hab dem anderen 94 gegeben! Ey, diese dreckigen Lackböcke, weißt du, wenn er umgefallen wäre. Ich kaufe jetzt nichts hier runter. Nee, ich auch nicht. Obwohl, doch, ich hol mir Deagle. Ja, er macht das. Naja. Jetzt müssen sie halt geklatscht werden. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hingehen soll. Ich glaube, ich gehe hier Stop sein. Da bin ich doch nie richtig gestanden. Das mache ich jetzt mal. Bei den Trains, einer ist schon raus. Hat, glaube ich, gefressen. Ich geh Connector. Einer bei Popdog. Immer noch beim roten Train. Ach du Scheiße. 30 hat der eine gefressen und der andere nichts. Der geht on spot jetzt. Schade. Jetzt haben wir wieder Kursch. Ja, ich glaube letztes Mal, als wir da unsere Zock-Session hatten, da haben wir auf T dann richtig reingekloppt. Ich weiß nicht, ob wir bei City angefangen haben, aber als T haben wir echt ja. Die Schwengel ausgepackt und reingekloppt. Ich gehe wieder hoch und warte jetzt einfach, bis die on spot kommen. Ich würde nichts riskieren. Wir haben ja immerhin den Vorteil, dass sie kommen müssen. Electric ist nichts, Trains ist nichts. Doch, einer ist beim grünen Train. Der ist jetzt gleich bei dir. 93 in 4. Dann aber Popdog. Okay, scheiße. Kommt der wahrscheinlich jetzt. HP der letzte. Nice. Easy. Direkt die Nades aufheben. Ha. Okay, ich kann dir droppen. Boom. Ja, Moment, hast du genug? Okay. Ah, ja, läuft. Alles kalkuliert. Ich flash jetzt mal direkt zu denen hin, auch wenn das nicht viel. Obwohl, ich glaube, ich flash echt nicht. Das bringt eigentlich gar nichts. Ich nade rein. Wir wurden schon 1000 Mal da hinten geflasht und das hat eigentlich nicht viel Korn.
Alter, nice, Mann! Die müssen die Nate-Folge gefressen haben. Was ist denn hier los? 43 und 48, naja. Ja, Stick geholt. War das ein Schuss? Zwei Headshots? Nee, nee. Also ich hab zweimal gesprayt. Nice, Mann. Wir haben genau halt hintereinander gestanden. Genau so muss die Chose hier laufen. Ah, ich hab meine Nate verhuddelt. Nee, die ging durch, what the fuck? Keine Ahnung wie. Kann eigentlich gar nicht sein. M4 gegen MP7, MP7 gewinnt. Scheiße, und er kam hinter mir. Ah. Die teilen sich echt geschickt auf, die Lurch-Boys. Ich hätte einfach oben bleiben. Ah, es ist eh Change. Ich denke, dass wir eben stärker sind. Also, das fühlt sich zumindest so an. Was machen wir? Ach, ich drück ständig die Chat-Taste, ich bin behinderter. Ich glaube, ich habe eh gedings. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach wieder T-Core drauf. Ich denke, dass einer geht vor bei denen auf Electric, denke ich. Ja, der steht schon bei Connector. Und Ivy, einer. Okay, der Headshot will nicht rein. Stop-Sign, einer. Ich leg für Pop. Leo, mach das. Stop-Sign, der andere. Alles klar, kommt hier. Ach du Scheiße. Shit, Mann. Scheiße, er kann durchziehen von da. Ach, schade. Hurensohn, ey. Shit, haben sich die erste Runde schon ergaunert, die Lurch-Boys. Schade, Mann. So ultra knapp. Trotzdem direkt bei, oder? Wir haben ja Cash. Ich denke, dass die uns wahrscheinlich da versuchen, die Nades sofort in die Ohren zu hauen. Ich gehe jetzt direkt Pop-Dog. Und wenn du willst, kannst du... Ja. Ich würde auf jeden Fall kurz warten. Ja. Ich glaube, das hat die abgefuckt, weil ich habe die eigentlich jedes Mal mit einer Nate belegt. Einer ist wieder den Connector. Okay. Dann Nate ich Connector. Oh, der ist oben auf dem Dach! Fuck, auf dem Dach! Mach down. Ich hoffe, das war der alte Spieler. Ich gehe gleich planten. Der ist beim Stop sein. Könnte jetzt Onspot sein. Ja, ist Onspot. Da ging der letzte Schuss rein, sogar eine halbe Sekunde, als ich schon aufgehört hatte. Erst danach ging es rein. Okay, ah, du hast genau, perfekt. Läuft. Gut, hab ich gesagt. Oh. Die Bauarbeiter sind am Start. Das ist Klaus T-Code. Ja, ich war von dem einen schon voll überrascht, als der einfach da beim Ding war. Im Train da oben. Ich geh mal raus und guck. Wie der Stop sein. Da kriegt direkt die Nate in die Nase. Smoke für dich, du müsstest eigentlich beenden können jetzt. Ich flash auch nochmal auf den A-Spot und dann kannst du durch. Oh oh. Verlegen, du spannender Typ Scheiße. Anderes Ivy. Geht T-Quad durch, CT durch. Nice, Mann. Richtig Schädel, richtig Schädel. Das gibt bei dir sowas von den Ubrunk. Sollen wir direkt upgraden, waffentechnisch? Ja, straight up. Okay, ich hole noch. Ne, ich habe keine Pistole. Er braucht schon eine Pistole. Ich gehe wieder Paparazzi, wie sieht's aus? Okay. Haben die jetzt Geld? Hatten die eben was? Ja, die haben Deagles gehabt nur, ne? Also Pistol, Furz. Einer ist close bei mir, glaube ich. Ja, ist weg. Oh! Nice. Ich dachte, das wäre der Connector-Typ. Das war ein Ivy-Spieler. Ich habe den Connector-Spieler gesehen, da hast du einen getötet und ich, ah ja, okay, der ist weg und der Typ lebt immer noch einfach. Ich wollte auch gerade sagen, ja gut, der letzte kann nur bei Stop sein oder Ivy sein, aber die haben sich so aufgeteilt, what the fuck. Flashbang! Ich denke, es kommt gleich wieder einer Close bei mir, deswegen flashe ich jetzt hier runter und gehe dann aber zurück auf. Ich glaube, ich habe ihn sogar getroffen, what the fuck? Ja, der ist unter mir! Alles klar, Monsieur hier.
Push gerade Ivy durch. Nice, mach das mal, dann ärgere ich den hier ein bisschen. Der ist in Pop drin. Ivy tot. Der ist, war eben noch in Pop. Ich komme zu ihm. Er ist electric. GGPP! Alter, richtig nice das Game, bruh. Gucken, was die für Ranks haben. Also vorhin habe ich gegen einen Doppel-Account so gespielt und die haben mir die ganze Zeit gedrückt. Mal gucken, was das jetzt für Ranks sind. Ich hoffe doch Hardcore-Ranks. Müssen höhere Ranks sein, weil die waren ja leichter zu besiegen. Ja, gehen wir da. Das passt. Also gegen Doppel-Hack hätten wir jetzt keine Chance gehabt, aber so LEM, ja. Das ist ja dann schon eher. Ja. Und Gott bewahre, wenn. Überleg mal, es wäre ein Gold geworden. What the fuck, Alter? Oh, die hätten uns gefickt.